Tatsache war aber, dass das Projekt zuerst der Hanna Schigula angeboten worden ist in der Hauptrolle. Und die Hanna gesagt hat, ich mache das aber nur, wenn Fassbinder Regie macht. Und dadurch war Lucky Waldleitner mehr oder weniger gezwungen, ihn zu kontaktieren. Und das fiel ihm nicht so leicht. Das ist, wenn man heute das so im Nachhinein nachvollzieht. Also Lucky Waldner stand irgendwie für Rechte. Ordentliche Filme, beziehungsweise er hatte auch seine Beziehungen hier zum bayerischen Ministerpräsident sehr eng geknüpft. Manfred Purzer hatte also die Urfassung des Drehbuches geschrieben, nach dem Roman von Lale Andersen, Der Himmel hat viele Farben. Und Manfred Purzer, das ist also nun eine ganz eigene Geschichte, der saß damals in der FFA, hatte eigentlich alles, was Fassbinder an spannenden, kontroversen Projekten eingereicht hatte, abgelehnt unter dem, vor allem damals, gab es ja den Roman von Gerhard Zwerens, Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond, den wollte Rainer verfilmen, hatte schon das Drehbuch geschrieben und Manfred Purzer hat es also als antisemitistische Grundlage zurückgewiesen und dass man das also nicht fördern würde. Also es gab so eine bestimmte Spannung und Rainer fand diese Spannung sehr spannend, dass er nun auf einmal gebraucht wurde. Denn Tatsache war, dass eben durch den großen Welterfolg von Maria Braun der Name Fassbinder Schigula eben ein Markenzeichen war und Hanna wusste sehr wohl, was es bedeutet, wenn sie eben wieder einen Film mit Fassbinder machte. Wir trafen Herrn Waldleitner mit Herrn Zehetbauer, der ja auch schon mit Rainer gearbeitet hatte und den Rainer immer als Mitarbeiter dabei haben wollte bei großen Filmen. Und das war sehr, sehr angenehm. Also war alles sehr spannend, weil man muss sich das einfach vorstellen. Heute ist das alles irgendwie selbstverständlich, aber damals ging es ja um Richtungen. Und der Lucky Waldleitner gehörte sicherlich in einer gewissen Weise zu dem sogenannten Opas Kino, was aber nie Rainers Feinde waren. Er fand ja Opas Kino sehr gut. Aber die Konstellation war doch, dass ein wirklich ausgesprochener sozialdemokratischer Mensch sich mit einem äußerst schwarzen Filmproduzenten trifft. Und dann kam aber was ganz Spannendes. Der Lucky sagte dann, Geld, das ist ja ganz klar, da nimmst du den Charlie Steinberger für die Kamera und dann nimmst du die Frau Fleming für die Kostüme und dann nimmst du das und das und das, woraufhin Rainer aufstand, ganz höflich zu mir sagte, komm Juliane, wir gehen. Und dann sagte der Herr Waldleitner, ja, was ist denn jetzt los? Und dann meinte er, na, es ist ja allgemein bekannt, dass ich mein Team habe. Und das Team heißt, und dann hat er sein Team aufgezählt, da gehörte natürlich auch der Zehetbauer dazu, das war ja schon mal ein Punkt für Herrn Waldleitner. Und dann meinte er, ja, da können wir ja drüber reden, mal, wenn es ja unbedingt sein muss, gell? Und so, und dann, so fing es an. Rainer war ja sehr, wie sagt man, ökonomisch. Er hat dann gesagt, dann möchte ich gern die Drehbücher lesen, bitte alle Fassungen, auch die von Herrn Purzer. Daraufhin hatte er endlich diesen Namen ausgesprochen, was Herr Lucky dachte irgendwie, man könne das sozusagen verschweigen. Und dann saßen, dann haben wir die, es ging alles ziemlich schnell. Und dann hat er seine Produktionsauszüge gemacht, hat schon ganz klar sich überlegt, was für ihn wichtig ist, hat auch gesagt, dass er noch mal an das Drehbuch gehen möchte, dass er das nicht umschreiben möchte, aber dass er sich auf das Purzer-Drehbuch konzentrieren möchte. Das war das Bessere. Das war tatsächlich das Bessere. Und das ging sehr schnell. Dann wollte er sich auch mit Manfred Purzer treffen. Das war dann bei Böttcher, das weiß ich noch. Und das war alles sehr, sehr fein, weil man ja wirklich, also man brauchte dieses Enfant terrible für diesen Film. Und das war der erste deutsche Großproduktionsfilm. Also offiziell damals hieß es, ich weiß nicht, 10 Millionen. In den Abrechnungen, die man über die Jahre bekommen hat, waren es irgendwie 11 Millionen noch was. Der Fassbinder war zu seinem damaligen Zeitpunkt wirklich der europäische Regisseur. Also da standen die Leute Schlange, Schauspieler vor allem, die gerne mit ihm arbeiten wollten. Und wir hatten Richard Gere kennengelernt in Cannes. Und da war er gerade mit einem seiner ersten Filme, wo er so als der neue James Dean erklärt wurde. Und Richard Gere hatte also eine unglaubliche
Faszination für Fassbinder. Und wo auch immer man auftauchte, irgendwo in der Ecke stand er. Oder morgens um 7 hat er ihm irgendwo ein Taxi besorgt. Also es war ganz aufregend. Und er fühlte sich natürlich auch geschmeichelt, weil Rainer fand ihn in der Tat einen interessanten neuen Star. Und er hatte sich das Recht eben für Band gekauft und hat in New York das Stück gespielt. Und wollte, dass Rainer das verfilmt und wollte ihm das anbieten. Und da war das eben alles zu dieser Zeit von der Planung von Lili Marleen. Und dann meinte Rainer, okay, er würde gerne mit ihm Band machen, aber jetzt stünde eben Lili Marleen an. Und ob er nicht die Hauptrolle spielen würde, die männliche Hauptrolle, eben die Rolle des Robert Mendelssohn. Und Richard Gere hatte gerade aber Yanks abgedreht, wo er einen jüdischen Soldaten spielte, unter der Regie von John Schlesinger. Und er wollte jetzt nicht wieder eine jüdisch belastete Rolle spielen. Und meinte, er hätte da also jetzt nicht große Lust dazu. Und da war Rainer beleidigt. Das Walter hat ihn schon geärgert, sagen wir mal so. Und dann wurde abgeklappert. Dann kam der nächste, war Michael Douglas, den man vorschlug und der sich auch beworben hatte. Und der hat sogar richtig gute Drehbuchvorschläge gemacht, die wurden auch übernommen. Also zum Beispiel die Szene, wenn Robert Mendelssohn ins Gefängnis gebracht wird, weil sie ihn da mit der Musik von Lili Marleen erpressen wollen, zum Geständnis, dass er sie kennt. Das war die Idee von Michael Douglas, der wollte natürlich öfters ins Bild kommen, aber das war eine gute Idee, die haben wir sogar übernommen. Und dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen das nicht geklappt hat, dann sind wir auf Giancarlo Giannini gekommen. Nein, das war Rainer natürlich, der da drauf kam. Aber wir liebten ihn sehr aus den Lina Wertmüller-Filmen, aus Der Unschuld von Visconti. Und der hatte eigentlich genau das, was er sich vorstellte als Robert, diese sehnsuchtsvolle, gebrochene Figur. Rainer hat dann effektive neun Drehtage eingespart. Aus verschiedenen Gründen, auch weil ihm daran lag, auch den Waldleitner nicht allzu sehr zu belasten. Auch für ihn war es wichtig, dass er gewisse Sachen konzentrieren konnte. Es gab Spannungen während des Drehens, das ist gar keine Frage, aber die gibt es immer. Aber ich muss sagen, es war eine unglaublich professionelle Arbeit von uns allen. Rainer hat sehr, sehr, sehr aufwendig gedreht, also gerade die großen Szenen. Die Auftritte im Sportpalast, das wurde mit teilweise 3 Kameras gedreht. Also ich kann mich nur noch an Massen erinnern. Und der Dreh begann am 14. Juli 1980 mit vielen Motiven. Also in Zürich wurde gedreht, hier in München wurde gedreht, in der Nähe von Interlaken, in den Bergen. Das war schon ein ziemlich aufwendiges Unternehmen. Dann auch im Studio, wurden ja Studiobauten in der Bavaria aufgebaut. Der Sportpalast war ein Studiobau. Dann sind auch damals, noch zur damaligen Zeit, nicht sehr üblich, aber eben von Hollywood her bekannt, Matte-Painting-Einstellungen gedreht. Also diese großen Einstellungen, war eigentlich nur eine totale, die irgendwo aufgebaut wurde und der Rest war gemalt. Auch die erste Einstellung vom Film, die Zürich mit diesem wunderschönen Himmel zeigt. Es ist auch eine Originalaufnahme, Aufnahme von Zürich, sehr totale Aufnahme und der Rest ist gemalt. Der Film spielt ja nun zu Kriegszeiten, also wurden da einige Sachen wegretuschiert, die man nicht haben konnte für die damalige Zeit. Da gab es keine Computer, die man da schnell einspeist. Das wurde alles von Hand gemacht. Die ganzen Aufnahmen in den Schützengräben, das war zum Beispiel wieder in Deutsch, also im Studio. Dann gab es eine Einstellung in U-Boote, das war damals der Drehort vom Boot, das war noch nicht abgebaut gewesen, so konnte man da was drehen. Dann gibt es die berühmten Rückbro-Einstellungen der Wüste. Das war unheimlich spannend, was wir da damals ausprobiert haben. Also es war auch von Rainer so gewünscht. Also er wollte ja wirklich diese künstliche Atmosphäre des Nationalsozialismus, so wie er das gesehen hat, auch in den Bildern umsetzen. Die Kriegsszenen sind übrigens nicht original gedreht, sondern das haben wir aus Steiner genommen, das Eiserne Kreuz.
Und da gab es eine Vereinbarung, dass wir da eben Ausschnitte nehmen konnten. Und die mussten aber trotzdem nochmal neu vertont werden. Aber wir haben ja dann auch eine ganz eigene Toncollage gefunden. Das ist mir auch gestern wieder aufgefallen. Es gibt also manchmal Stellen, da liegt nur das Lied drüber, da gibt es nicht einen einzigen Kriegston. Also wir sind sehr, sehr frei damit umgegangen. Das ist zum Beispiel alles im Studio gedreht. Das ist auch eine große Spezialität von Rolf Zehetbauer gewesen, der einfach Räume unglaublich gestalten konnte, filmisch gestalten konnte. Und da waren die beiden sich auch wortlos einig. Also Rainer hat in solchen Sachen nie gesagt, ich will das so oder so haben. Der hat dann einen Satz gesagt, großbürgerliches jüdisches intellektuelles Haus, aus dem Robert Mendelssohn stammt. Und die wohnen natürlich auch angemessen. Und dementsprechend hat es dann der Rolf gebaut. So eine Art von Lichtgestaltung und Bildgestaltung gibt es heute nicht mehr in dem Maße, also bei uns in Deutschland. Da sind die Leute einfacher geworden. Also, wenn man sich überlegt, da oben, dann ist dann eine Einstellung von da, dann kommt eine halbnahe, dann kommt eine nahe. Also es gibt ja nie irgendwie so simple Schnitt- und Gegenschnitte. Und das heißt viele Einstellungen, dass, wenn man sich da mal drauf konzentriert, ist man gerade beim Fassbinder immer etwas überrascht, wie der das eben in dieser Wahnsinnszeit da hingekriegt hat. Nicht? Er hat am Tag, hat er so seine 8 bis 9 Minuten gedreht. Das ist ein unglaublicher Schnitt. Und eben nicht nur eine Einstellung, sondern wirklich so Szenen, die hatten ihre Auflösung von, kommt jetzt auf die Länge der Szene an, da war eigentlich kein Schnitt, hat sich wiederholt. Die Einstellungen hat Fassbinder immer selbst bestimmt. Also in dem Fall hat er sie wirklich sehr genau bestimmt. Und der Xaver hat sich total aufs Licht konzentriert. Und nach dem Drehplan, den ich auch mitgebracht habe, kann man das genau sehen. Da gab es also Tage im Studio, dann gab es Tage draußen. Rainer hatte manchmal, das hat er auch bei Alexanderplatz gemacht, manchmal hat er die erste Einstellung am Tag zuvor, am Abend zuvor mit dem Xaver besprochen, eine totale, in welche Richtung und wer alles im Bild ist und so. Und dann kam er morgens mit dem Storyboard an. Also das hat er immer ganz konkret am Tag zuvor gemacht oder am Tag des Drehens. Da hat er dann die Einteilung, das Storyboard gemacht. Das ist für den Schnitt natürlich das Tollste gewesen. Ich musste ganz bestimmt nicht Lili Marleen in dem Film in der Weise gestalten, dass er überhaupt erst sehbar war. Das war schon von ihm angelegt. Aber ich hatte sehr viele Möglichkeiten in den großen Szenen. Lili Marleen war der aufwendigste Film. Ich weiß nicht, es könnte sogar sein, dass wir um die 50.000 Meter Material hatten, was sehr ungewöhnlich war. Aber ich hatte sehr viel für den Schnitt. Also gerade die großen Massenszenen, Fronttheater, Auftritt, die beiden Auftritte von ihr im Sportpalast oder am Anfang der Simpel-Auftritt. Das war sehr, sehr mit teilweise mit 3 Kameras gedreht, aber jetzt nicht gleichzeitig, sondern eben mit derselben Kamera. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie eine Haut, dass wir lieb uns hatten, das auch. Und wir haben damals Lady of Shanghai gesehen von Orson Welles. Und das war ihm sehr wichtig, dass die Hannah sozusagen wie so ein total, also ich weiß noch, wie er sagte, die Szene mit Rita Hayworth, wenn sie aus dem Wasser kommt und sie hat also wieder ganz trockene Haare. Man weiß, sie müsste eigentlich jetzt nasse Haare haben, nicht? Sowas wollte er. Also dieser perfekte Star, dieser immer glänzende, schöne Kosmos Hannah Schigula als Emblem durch den Film hindurch. Nie gebrochen, immer da.
sozusagen das System repräsentieren. Das war ein altes Gesetz bei Rainer, dass er nicht gerne mit Schauspielern über Inhaltliches zu lange redete. Es gab ein Gespräch, die Hanna hatte ein paar Vorschläge, auch von ihrer Seite speziell, sie hat ja da ihren ersten Auftritt im Simpel, das hatte Hanna recherchiert, das Lied Got a Brand New Tie, das hatte sie mitgebracht, hatte sie einstudiert. Und da ließ er sich drauf ein. Und die Figur, also die für uns am spannendsten Figur, auch für ihn, im Grunde war der Erik Schumann, die Rolle des SS-Mannes, der ein ganz sensibler, fühlender Mann war, der sich auch in sie verliebt hat, der ihr ja dann hilft. Auch der Karl-Heinz von Hassel. Das sind ja alles keine typischen Nazis in dem Film, wenn man es genau sieht. Das waren Schauspieler aus Rainers sogenannter Truppe. Die Truppe, darf ich mal noch mal deutlich sagen, bestand nicht nur aus den Darstellern aus der frühen Zeit, von denen er sich ja schon längst getrennt hatte, sondern ebenso wirklich gestandene Schauspieler. Herein. Ich muss gestehen, Sie hätte ich am wenigsten hier erwartet. Woher wissen Sie, dass ich in München bin? Stand in der Zeitung. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie so ein hohes Tier sind. Entschuldigung. Sie sind ja noch hübscher als in Zürich. Der kleine Klimawechsel scheint ihn wirklich zu bekommen. Ich bin hier, weil ich befinde mich in einer schwierigen Situation. Und ich vertraue darauf, dass Sie das wohl nicht weiter ausnützen werden. Dieser Herr Henkel, dass das als ein Vollnazi ist, das kriegt man durch Herrn Karl-Heinz von Hassel nicht unbedingt mit, nicht? Und das ist natürlich Fassbinder immer gewesen. Für ihn war also dieses Schwarz-Weiß-Bild, dass wir ja so gerne selbst uns auferlegen, was auch bei den Amerikanern oft gern so gepflegt wird. Der deutsche Nazi ist blond und blauäugig und schaut natürlich bösartig aus. Das hat er natürlich nie bedient. Und insofern ist das, was ich versucht habe zu erzählen, dieses im Gesamtkonzept von der Schauspielern, alles, die Leute sind liebenswert. Also einen richtig bösartigen Menschen haben wir in Lili Marleen nicht getroffen. Das haben ja die meisten Leute immer missverstanden bei Lili Marleen. Die meisten dachten irgendwie, das wäre also der Fassbinder hätte sich jetzt der Faszination des Nationalsozialismus hingegeben. Das war ein völliger Schmarrn. Sein Grundgedanke war, was hat die Leute damals, die natürlich noch nicht diese Medienlandschaft kannten, die wir heute kennen, was hat die Leute damals an dem Nationalsozialismus fasziniert. Also Lucky dachte immer, der macht jetzt den Film und dann verschwindet er und ich mache den dann fertig. Und gab es große Diskrepanzen zwischen künstlerischer Verantwortung und Auffassung. Fassbinder war ein Mann, dessen Projekte von vorne bis hinten von ihm betreut wurden, abgesehen von einem Schnitt, der immer parallel lief und wo er sich nie einmischte, weil das war für ihn ganz klar, das ist mein Gebiet, das kann ich, das muss ich können und da kann er ausruhen. Weil ich jetzt den Film eben in den letzten Tagen da am Tisch noch mal ganz genau gesehen habe, verglichen habe, die verschiedenen Fassungen, die ja jetzt erst klar sind, dass es eine Director's Cut gibt von Fassbinder, den wir geschnitten haben. Das war eine Fassung von 120 Minuten mit Schlusstiteln. Und dann hat Herr Waldleitner im Zuge seines Eigenvermögens unabgesprochenerweise, wie ich jetzt rauskriege, eben eine 5 Minuten kürzere Fassung gemacht, die eigentlich die Fassung wohl ist, das haben wir jetzt so langsam rausgekriegt, die dann auch vertrieben wurde. Im Englischen wurde sie ja nie gezeigt. Also es gab ja nie eine offiziell englische Fassung. Wir haben aber Englisch gedreht und haben dann für die Premiere am 14. Januar hier in München im Matheserpalast 1981, das war die original synchronisierte, lange deutsche Fassung. Wir zeigen ja jetzt bei dieser ersten DVD-Ausgabe sozusagen The Director's Cut. Die haben wir ja gefunden, die wirkliche Originalfassung, weil Herr Waldleitner doch so liebenswürdig war und das Originalnegativ nicht zerschnitten hat. Also er hat es mit Dub-Negativen gemacht. Und
Aber es gibt schon eine ganz entscheidende Veränderung, die er dann auch für die deutsche Fassung gemacht hat, die ins Kino kam. Der Erzähler am Anfang, gleich der erste Auftakt, wenn das Bild kommt und der dann Zürich im Jahre und so weiter erzählt wird, haben wir, und zwar sehr bewusst, einen gebrochen deutsch sprechenden Mann das den Text sagen lassen. Das ist eine künstlerische Entscheidung gewesen. Rainer wollte das nicht perfekt haben. Er wollte es eben, dieses Gebrochene. Denn dadurch wurde ja klar, dass jeder Mensch kannte dieses Lied. Lili Marleen war das Lied, was man während der Kriegszeit weltweit kannte. Also kann auch ein gebrochener sprechender Mann, das vermittelt ja sofort eine Internationalität. Nein, der Herr Weifleiner hat das nicht, glaube ich, so verstanden und hat es verändert. Zürich im Jahre 1938. 7 Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt in einer behäbigen Schweizer Geschäftsstadt die Geschichte eines Liedes, das die Welt erobert hat. Lili Marleen. Und jetzt kommt eine Verhunzung von Herrn Waldleiter, das muss ich wirklich sagen. Aber das ist mir auch eben, wie gesagt, erst auf ganz präzise aufgefallen, nachdem wir verglichen haben, das Negativ. Also ist ihr Auftritt, das ist ja ihr erster Auftritt, wo sie das Lied sozusagen zum ersten Mal im Publikum vorträgt. Und das ist natürlich Absicht, dass sie nicht gut singt. Also nicht gut, sie singt zu langsam. Und er hat eine wirklich tolle Ansprache und im Grunde ist der Schauspieler vollkommen dessen Darstellung, ist irgendwie völlig da verschnitten worden. Das war viel länger parallel, das kann man natürlich nur sehen, wenn man dann das Original sieht. Und da ist er ist so im Hintergrund, was er erzählt über das Lied, über die Entstehung, das sind ganz wichtige Informationen gewesen. Und jetzt wirkt es irgendwie unheimlich gehetzt. So kommt es mir. Also ich hätte es nicht so geschnitten. Sagen Sie mir bitte, wer Sie sind. Ich heiße Günther Weißenborn. Cameo-Auftritt von Herrn Fassbinder als Herr Weißenborn. Günther Weißenborn war eine ganz wichtige Figur, auch eine reale Figur im Untergrund. Der Motor hinter dem Aufdecken, dass es Konzentrationslager gab. Man muss immer wieder dazu sagen, heute ist Fassbinder sozusagen das Großgenie, das also die tollsten Filme aller Zeiten deutschen Ursprungs gemacht hat in einer gewissen Zeit. Aber damals war das, Herr Waldleitner hat sich daran null geschert. Den hat er engagiert, der hatte was für ihn auszuführen und damit basta, das Projekt gehörte ihm. Gab es da also ein Eklat gleich am ersten Tag bei der Mischung, das war nämlich alles asynchron. Und das war ein solches Theater und ich konnte es gar nicht fassen. Und ich habe dann gesagt, stopp, also bei aller Liebe, was wir jetzt hier machen, ist für die Ewigkeit und das geht nicht. Und haben also die Hilfe von Horst Wendland, der dem Rainer sehr zugeneigt war, in Anspruch genommen. Und der hat Logie überzeugt, dass wir also da nacharbeiten müssen. Also wir mussten dann 4 Synchroncutter engagieren, die also Tag und Nacht während der Mischung die ganzen Rollen durchgegangen sind, weil die Mitarbeiterin, die eben diese Synchronisation gemacht hat, die war nicht so versiert. Also das passiert halt mal. Und das war hart. Es war schon fast teilweise unmenschlich, was da passierte. Das kann man, also beim Film geht es ja meistens so zu, es ist immer alles zu langsam und es muss immer, aber man muss halt bedenken, es gibt immer die Interessen des einen, es gibt eben die künstlerischen Interessen und es gibt die Interessen des Produzenten. Und in dem Fall, wo Fassbinder sowieso einer der ökonomischsten Regisseure war, hätte man als sensibler Produzent vielleicht sagen müssen, hoppla, da muss ich mal zuhören. Der Kerl war so schnell, der hat mir eingespart, der hat also das und das auf die Beine gestellt und dies und jenes. Er ist wirklich zum ersten Mal in unserem Leben, also seit ich mit Rainer zusammengearbeitet habe, dass wir um Verschiebung eines Termins gebeten hatten. Er wusste, in Hollywood würde ihm das passieren, dass er fremdbestimmt wird. Und es war ja nun so, dass man seit Maria Braun sich ständig um ihn bemühte und er immer ganz klar gesagt hat, ich mache deutsche Filme und ich habe hier noch was in dem Land zu erzählen. Also Filme deutschen Ursprungs, nicht deutsche Filme, Entschuldigung. Ich habe hier noch was zu erzählen in dem Land und wenn ich nach Amerika gehe, was auch vorgesehen war sicherlich, aber dann muss ich erst mal eine Zeit lang dort leben, muss mich einstellen, um dann die Themen eben dort mir zu erarbeiten. Und im Grunde ist ihm das hier
mit dem Lucky Waldleitner passiert. Also, der war einfach ein angestellter Regisseur mit einer sicherlich nicht schlechten Gage, das ist keine Frage. Aber er wurde also richtig, er wurde nahezu vergewaltigt. Hat es aber auch mitgemacht. Wir haben ja auch andere große Filme gemacht. Lola ist zwar ein kleineres Budget, aber wir hatten auch einen großen Produzenten, den Horst Wendland, und der wusste, was er am Rainer hatte. Also der hat dann lieber gesagt, Junge, dann mach noch eine Woche länger, weil der kannte das von Bergmann, der hat ihm Monate die Sachen verzögert. Also Rainer war nie ein komplizierter Regisseur. Die Premiere war sehr aufregend. Ich weiß, Victor von Bülow, Loriot kam, Leonard Bernstein war da. Also es war die Crème de la Crème, und Leonard Bernstein sagte immer, die Musik ist schrecklich, ganz furchtbar. Und wir haben uns immer sehr amüsiert, weil er schimpfte von hinten bis vorne, klar, als Komponist, als Dirigent und Musikgenie. Und der Per Raben hat sich immer ein bisschen verdrückt, aber das hat ihn nicht so besonders beeindruckt. Und da war halt alles da, was Rang und Name hatte, und alles regte sich auf und alles war... Ich kann mich erinnern, dass eigentlich gegenüber... Also Rainer hat wunderbare... persönliche Statements bekommen, und die Hanna wäre so toll und alles ist so toll. Er war ein Hollywood-Regisseur, das war er, und das hat er bewusst alles eingesetzt, und dementsprechend ist natürlich auch Lili Marleen so angelegt gewesen. Also Lili Marleen war nicht angelegt als ein introvertierter deutscher Autorenfilm, sondern das war, er wollte partizipieren an großen Kino, Weltkino.